Willkommen zurück, Freunde. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich ein absoluter Nintendo-Fan bin? Meine erste Konsole war damals die Super Nintendo und ich war so geflasht von dem Teil. Als ich dann später die Nintendo 64 mit Pokémon Stadium bekam, war ich komplett geflasht. Und als ich dann Ocarina of Time gespielt habe, war eh vorbei. Dann war wirklich vorbei. Ja, und ab dann ging es halt so richtig los bei mir mit Videospielen. Ich habe wirklich alles gezockt. Es gab damals und auch heute bestimmte Momente in Kinderspielen, also was heißt Kinderspielen? Mario 64 zum Beispiel. Ist ein Spiel, was auch für Erwachsene ist, aber es ist ein Spiel für Kids. Also Kinder können spielen, Erwachsene auch. Aber trotzdem waren in Mario 64 zum Beispiel Momente, wo ich mir dachte, Junge, das ist schon ein bisschen heftig. Ich zeige euch jetzt eine Auflistung meiner persönlichen gruseligen oder verstörenden Momente in Nintendo-Spielen. Fangen wir gleich bei Mario 64 an. Es gibt mehrere Szenen, aber ich zeige euch jetzt erstmal zwei, die ich extrem verstörend finde, beziehungsweise die eine hat mich damals sehr erschrocken und die andere hat mich mehr verstört als erschrocken. Könnt ihr euch erinnern, dass man in jedem Level bei Mario 64 diese 8 rote Münzen sammeln konnte? Wenn man die dann gefunden hat, bekam man noch einen weiteren Powerstern. Könnt ihr euch erinnern? Jedenfalls hat sich einer dieser Münzen hinter einem bestimmten Klavier in einem Geisterschloss versteckt. Man denkt sich so easy, gönne ich mir die letzte Münze hinter dem Klavier und dann erschreckt dich dieses Klavier zu Tode. Leute, ich bin damals ausgerastet. Ich wollte da nicht mehr rein. In diesen verdammten Raum, wo dieses Klavier war. Damals bin ich komplett ausgerastet. Ich find's heute noch gruselig. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich auch erschrocken habe. Ihr müsst ehrlich sein. Dieses Klavier. Man denkt sich wirklich gar nichts. Und vor allem, es erschreckt dich wirklich an. Es fügt dir Schaden zu. Es hat mir heute noch... Ich merke, dass es mir wirklich Schaden zugefügt hat. Dann gab es bei Mario 64 eine weitere Szene, die mich eher mehr verstört als erschreckt hat. Ich fand es damals schon sehr schlimm, wie Mario ertrunken ist. Das ist nicht so friedlich wie der Tod von Mario bei anderen Games, dass er mal so kurz jumpt und weg ist, sondern er ertrinkt. Buchstäblich vor laufender Kamera. Und man hört ihn dabei auch noch leiden. Dazu noch dieses gruselige Geräusch von Bowser. Am Ende sieht man einfach nur noch, wie seine Leiche da rumschwimmt. Ey, die hätten das irgendwie anders machen können. Ich fand's damals, ich find's heute immer noch komisch. Dieser süße Klempner, den man so liebt, der Held, der stirbt da wirklich, er trinkt, er leidet. Und ist das kein Gruselspiel? Man erwartet das einfach nicht. Man denkt alles friedlich, vor allem diese Unterwasserwelten, die waren so friedlich. Die Musik war so friedlich, dieses... Und dann ertrinkt er einfach. Eines war klar, als ich immer in diese Unterwasserwelt musste. Ich werde Mario nicht sterben lassen. Niemals! Das nächste Spiel gehört mit Final Fantasy zu meiner absoluten Lieblingsspielreihe. The Legend of Zelda. Wisst ihr, warum ich dieses Spiel so abartig geil finde? Diese Vibes in dem Spiel, dieses düstere, melancholische... Ich weiß nicht, Zelda hat was ganz bestimmt Gruseliges an sich, was aber so faszinierend ist. Nicht so komisch, trashig gruselig, sondern so wunderschön. Und auch dieser Touch von orientalischer Musik und generell, Zelda hat was richtig Geiles. So richtig geilen Flair. Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber die Zelda-Fans wissen, was ich meine. Ich könnte wirklich komplett einen Dokumentationsfilm über creepy Momente bei Zelda machen. Aber wir widmen uns nur einer Sache, und zwar den Mond bei Majora's Mask. Ich habe Majora's Mask erst einige Jahre, nachdem ich Ocarina of Time gespielt habe, angefangen. Aber Leute, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist dieser verdammte Mond. Dieser verdammte Mond, der einen verfolgt. Man kann das Spiel nicht richtig spielen. Das einzige Hobby, was ich hatte in dem Spiel, war den Mond zu beobachten, wie er langsam auf uns reinfällt, in die Erde rein. Und uns killt. Und vor allem diese Cutscene, wo man auch wirklich sieht, wie er uns alle killt. Majora's Mask ist verrückt. Ich finde, Majora's Mask ist verrückt. Dieser Mond, diese Fresse, das ist so wirklich die Definition, finde ich. Von diesem geilen Feeling bei Zelda. Dieser Mond einfach, dieser krass geile Mond. Ich meine, wie kommt man auf sowas? 3 Tage Zeit und dieser Stress in dem Spiel. Du musst zocken, du musst schnell machen, du musst schnell durchmachen, sonst stirbst du. Die haben das so geil gemacht. Die haben das so geil gemacht, wirklich. Ich liebe es. Ich liebe diese Idee dahinter, wirklich.
Props, Leute, Props. Haltet mich jetzt für eine Pussy. Das nächste Spiel liebe ich vom Herzen. Ich habe es damals geliebt und ich liebe es heute noch. Aber es ist auch zum Teil leicht verstörend und gruselig, meiner Meinung nach. Und zwar geht's um Yoshi's Island. Ihr denkt euch, das ist doch das süßeste und auf gar keinen Fall gruselige oder verstörendes Spiel. Aber es gibt mehrere Gründe dafür, warum ich finde, dass das Spiel Kindern eventuell Angst einjagen könnte. Oder Kinder sogar verstören könnten. Wirklich. Weil mich hat's teilweise verstört. Viele Level, insbesondere die Schlösser, haben eine leicht gruselige und ja, melancholische Szenerie. Und die Soundtracks können zwar sehr Happy Hippo sein, aber auch ziemlich düster. Außerdem finde ich den Fakt, vor allem das als Kind feststellen zu müssen, dass ein Baby entführt wird, schon leicht verstörend. Nochmal Leute, ich liebe dieses Spiel, aber irgendwie assoziiere ich was Gruseliges damit. Was mir ebenfalls gruselig in Erinnerung geblieben ist und was mir damals einen Schrecken eingejagt hat, war, dass Baby Mario, nachdem Yoshi irgendwie attackiert wurde, plötzlich so creepy durch die Gegend fliegt und dann dieser eine Timer erscheint und Baby Mario immer lauter wurde. Das ging einem so ans Herz, aber es hat mir damals auch wirklich Angst eingejagt. Warum auch immer. Und was ich bei dem Spiel mit Abstand noch heute am gruseligsten finde, ist der Final Boss. Ich glaube, das war ja Baby Bowser, die durch die Hexe, die Luigi entführt hat, dann irgendwie riesig wurde am Ende. Und dann plötzlich so krass an dich herangerannt kommt. Das war so gruselig. So ein, das war... Schaut selber, schaut selber. Ich hatte damals so Schiss. Mir war klar, ich musste das Viech jetzt so schnell wie möglich mit Yoshi-Eiern abballern. Kommen wir zum letzten Nintendo-Spiel dieser Liste, Donkey Kong. Okay, ihr denkt euch, was soll an diesen Affen jetzt so gruselig sein? Ich habe damals auf der Super Nintendo Donkey Kong Country 3 Dixie Kongs Double Trouble gespielt. Und auch dieses Spiel hatte teilweise echt düstere und gruselige Elemente. Außerdem sind die Soundtracks teilweise richtig spooky. Aber was alle Donkey Kong Spiele gruselig macht, ist der Game Over Screen. Ich weiß noch, damals habe ich jedes Mal die Konsole ausgemacht, bevor ich Game Over ging. Ich konnte mir das nicht geben. Es ist schwer zu erklären, warum ich das so ein bisschen gruselig fand. Das hat irgendwie, checkt mal und versucht irgendwie zu fühlen, warum das so gruselig ist. Aber Leute, da ist was dran. Das hat was Gruseliges. Creepy. Ihr müsst selber schauen. Das waren sie, Freunde, die gruseligen Momente in Nintendo-Spielen. Es gibt noch einen Haufen solcher. Ich könnte locker ein endloses Format in die Richtung machen. Allein Zelda durchzunehmen... Das klang jetzt falsch. Ihr wisst, was ich meine. Das war's mit dem Video, meine Freunde. Passt auf euch auf, ihr Creeps. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gute Nacht.